Life is Strange ist ein Spiel, in dem Spielentscheidungen die Geschichte beeinflussen. Die Folgen all deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus. Wähle weise. Ich bin in einem Sturm gefangen. Wie bin ich hierher gekommen? Und wo ist hier? Moment, der Leuchtturm. Wenn ich es dorthin schaffe, bin ich sicher. Hoffe ich. Bitte lass es mich dorthin schaffen. Moin, moin, hallo, hier Ozio. Wir starten ein neues Projekt, Life is Strange. Und zwar auf dem PC. Ich muss gestehen, ich habe es schon mal auf der PS4 gespielt. Dort aber komplett auf Englisch. Da gab es noch keine deutschen Untertitel. Und nun starten wir mal auf dem PC durch. Optisch sieht es schon mal sehr nett aus. Im Vergleich zur PlayStation-Variante sieht es schon schöner aus. Aber wir tigern mal los. Also wir sind aufgewacht, besinnungslos und wollen jetzt zum Leuchtturm. Lighthouse, ja. Da sind wir noch. Schöner Wald. Eine entspannte Atmosphäre. Der Weg ist mir versperrt. Wir schaffen das, Max. So. Treppen hoch. Das piert auch schon ganz schön im Gesicht da. Hoffentlich rutschen die nicht weg. Schnell vorbei. Geschafft. Uah. Oha. Blackwell Academy seit 1910. Das ist aber mal... Wow. Alles liegt hier in Schutt und Asche. Aber wir können jetzt auf die Bank sitzen und erstmal die Aussicht genießen. Holy shit. Heilige Scheiße. Boah. Nein! Alfred Hitchcock nannte Filme kleine Fragmente der Zeit, aber er hätte... Sorry. Okay, ich bin im Unterricht. Alles ist cool, mir geht's gut. Okay. Die Zeitfragmente, so schnell kann das keiner lesen. Schatten von der Farbe zum Chiraku. Wer kann mir einen Fotografen nennen, der das Menschen perfekt in Schwarz-Weiß? Ich habe nicht geschlafen und das fühlte sich auch nicht nach einem Traum an. Komisch. So ein Mist. Wie soll ich das Mr. Jefferson zeigen? Ich kann hören, wie mich die Klasse auslacht. Sehr gut, Victoria. Warum? Warum Arbus? Geiles Foto. Man fühlt sich von den Augen dieser traurigen Mütter und Kinder verfolgt. Sie sah die Menschheit als gequält an, nicht offen gesagt, das ist Schwachsinn. Keep that to yourself. Seriously, I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Ich mache erstmal ein Selfie. Isn't that too easy? Too obvious. Max hat das gemacht, was ihr Kinder Selfie nennt. Ein dummes Wort für eine wundervolle Tradition der Fotografie. Und Max hat eine Gabe.
Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Das wusste ich mal. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerreotype process. I haven't kept up with my journal as much as I should. First American daguerreotype self. If anybody else looked at this, 1. Oktober. Mein Lieblingsmonat, das beste Wetter des Jahres. Ich liebe den Farbwechsel der Blätter und wie sie zu kleinen Flammen werden. Es ist immer noch zu heiß, danke globaler Erwärmung. Und ich kann Pullover und Gruselfilme noch nicht auspacken. Bald, Kate, hat mir The October Country von Ray Bradbury geliehen. Ich kenne nicht viel von ihm, Warren hatte mir deswegen fast meinen Geek-Titel aberkannt. Battle Royale war meine Rettung, aber er beschreibt die herbstliche Atmosphäre in Kleinstädten. Perfekt. Das letzte Mal habe ich mich an Halloween mit Chloe verkleidet. Ich habe irgendwo Bilder. Ich sollte zu einer richtigen Halloween-Party gehen, um mich unter die Leute zu mischen. Das oder im Vortex-Club mit den Strom schwimmen. Lieber sauf ich ab, du bist so witzig, Max. Wenigstens versuche ich, aus mir herauszukommen. Ich kann nicht erwarten, dass sich mein Leben nach ein paar Wochen Blackwell Academy völlig verändert, wie meine Eltern so gern sagen. Du hast alle Zeit der Welt. Oh, jetzt hab ich verkehrt. Ach, weiter geht's. 10. Juli 2013. Ich wurde an der... Bin ich jetzt verkehrt rum? Nö. Das war schon richtig, ne? Nö, das war nicht richtig. Scheiße. Ich wurde an der Blackwell Academy angenommen. Wenn Worte tanzen könnten, wäre dies ein Rave, obwohl ich noch nie auf einem war. Wen kümmert's? Ich kann an die Blackwell Academy. Ich dachte nicht, dass ich so aufgeregt sein würde. Immerhin habe ich früher in der gleichen Stadt gelebt. Aber als ich die Nachricht des Stipendienprogramms sah, fühlte ich, wie mein Puls sich beschleunigte. Ich dachte, es würde Verzeihung, danke fürs Spielen drinstehen. Ich brauchte ein paar Sekunden, bis ich alles las. Ich wollte wohl den letzten Moment seliger Unwissenheit auskosten. Dann sah ich das erste Wort, Gratulation, und schrie vor Glück. Mama hat geweint und Papa gelacht. Die beiden sind komisch, aber sie sind glücklich und müssen die finanzielle Blackwell nicht unterstützen. Das bedeutet neue Klamotten und wenn ich es richtig anstelle, einen neuen Laptop. Und ich muss mir in Großbuchstaben weiterhin sagen, ich kann an die Blackwell Academy. 18. August 2013. Es ist soweit. Ich ziehe von Seattle zurück nach Arcadia Bay. Leute gehen normalerweise auf eine Highschool nah an ihrem Zuhause. Ich auch irgendwie. Ich habe nur 5 Jahre lang nicht dort gewohnt. Von all den Fotografiekursen suche ich mir den kleinsten aus in einer Stadt, die ich gerne hinter mir ließ. Vielleicht wollte ich die ganze Zeit zurück, nur um zu sehen, ob Chloe und ich noch Freunde sind. Ich wünschte, sie hätte mit uns nach Seattle ziehen können. Die Stadt ist wie für und sie gemacht. Wann immer wir Pirat spielten, war Seattle diese Ferne. Sagenumwobene Insel voller Schätze und Abenteuer, nach denen wir suchten. Mit Coffeeshops. Aber Seattle war kein Märchen. Ganz im Gegenteil. Jetzt scheint mir Blackwell exotischer als jeder andere Ort. Fotografie unter Mark Jefferson zu studieren. Seufz. Ein Traum und die Schüler werden von überall herkommen. Es wird nicht wie in der Highschool hier. Ich lag nie auf einer Wellenlänge mit meinen Mitschülern. Oder Jungs. Glücklicherweise hatte ich ein paar tolle Freunde, aber es wird Zeit zu verschwinden. Vielleicht stellt sich ja Cardia Bay als die Insel der Schätze und Abenteuer heraus, nach der ich gesucht habe. 25. August 2013.
Der reine Wahnsinn. Ich wusste nicht, wie viel Mist ich besitze, bis ich packen musste. Mama und Papa freuen sich ein bisschen zu sehr, dass ich mein Zimmer räume. Allerdings hat Mama beim Packen meiner T-Shirts geweint. Ich hätte am liebsten selbst geweint und wäre in Seattle geblieben. Statt zu packen, möchte ich meine Klamotten verbrennen und im Secondhand-Laden eine komplett neue Garderobe fürs neue Schuljahr aussuchen. Nicht, dass ich im Moment viel im Schrank hätte. Niemand außer Chloe kennt mich und wir könnten uns sehr verändert haben. Ich kann mir eine neue Frisur oder ein Tattoo zulegen oder mit einem süßen Austauschschüler aus Paris oder Rom ausgehen. Ich kann alles tun, außer ich fliege auf. Und so viele Möglichkeiten, meine Fotos auszustellen, das macht mir Angst. Aber ich bin aufgeregt und dann ist mir nicht mehr nach Wein zumute. Ich bekomme Gänsehaut und merke, dass sich mir eine neue Welt eröffnet. Ich kann es kaum erwarten. Ich möchte nur, dass es in Blackwell anders läuft. 2. September 2013. Mein erster Eintrag aus meinem neuen Zimmer, vorm ersten Schultag in Blackwell. Puh, ich hatte keine Zeit zu schreiben oder Fotos zu machen, seit ich hier ankam. Mein Krempel ist in Kisten im ganzen Zimmer, das klein, aber mein ist, verteilt. Ich will hier nie weg. Ich will dekorieren. Ich will eine ganze Wand voller Fotos. Ich habe ein paar meiner Mitbewohner getroffen, kann mir aber keine Namen merken. Was soll's? Ich kann aber schon sehen, wer cool ist und wer nicht. Es ist ätzend, sich in einem neuen Umfeld zurechtzufinden, wenn ich gerade gute Freunde in Seattle gefunden habe. Aber jetzt bin ich hier und mein neues Leben beginnt. Gute Nacht. 3. September. Blackwell ist scheiße. Ich hatte vor, nicht so früh rumzuheulen, aber verdammt, der Tag begann wie Weihnachten. Kaum geträumt vor Aufregung, den ersten Tag meines neuen Lebens zu beginnen. Ich, Dussel, wusste nicht, was ich anziehen sollte und nahm einfach, was auf dem Boden lag. Ich kann mir keine Namen und Gesichter merken, aber hängen geblieben sind Kate, Brooke, Taylor, Alyssa. Und wie könnte ich Victoria Chase vergessen? Reich, stylisch, verwöhnt. Ich konnte ihre Verachtung spüren, als sie meine schäbigen Sachen sah. Als sei ich für eine Modenschau nach Blackwell gekommen. Vielleicht bin ich ja hypersensibel, aber ich glaube, Victoria sieht das Leben als ihre Reality-Show. Wirk. 5:08. Das war schon wegen meinem sozialen Unbehagen nicht lustig. Ich dachte, wieder hier zu sein wäre einfacher. Wehe, Max. Es war unglaublich, im Morgendunst über den grünen Campus zu laufen. Ich liebe diese Steinstufen und Backsteinmauern. Alles wartet nur darauf, fotografiert zu werden. Apropos, eine gute Sache ist heute doch passiert. Jeffersons Fotografieunterricht. Es gibt noch mehr zu erzählen und ich bin erledigt. Verzeih mir, Tagebuch. 4. September. Hab jetzt schon massig Hausaufgaben. Scheiße, gibt uns doch einen Tag ein zum Eingewöhnen. Aber als Beweis, dass ich kein totaler Loser bin, habe ich Naturwissenschaften einen neuen Freund gefunden. Sein Name ist Warren Graham und er ist ein echter Geek. Da düster und witzig. Er ist Besserwisser, weiß aber auch echt viel. Wir haben über Fotografien geredet und er nannte tatsächlich einige, die mir unbekannt waren. Wir haben Nummern ausgetauscht und er wird ein guter Studienpartner sein oder ein guter Freund. Ich brauche mindestens einen, wie es hier mit Klicken aussieht. Ich dachte, mit 18 müsste ich Teenager-Drama nicht mehr kümmern. Falsch. Wenigstens kann ich als Hausaufgabe berühmte Fotografen recherchieren. Jefferson hat uns viel zum Lesen aufgetragen, aber genau das will ich auch lernen. Er ist super cool und super entspannt. Er verspricht nicht, hip zu sein, sondern sagt, was er denkt. Und er erwartet das Gleiche von uns. Er ist ein Genie. Ich will ihn heiraten. Scherz, dieses eine Fach ist die ganzen sozialen Störungen wert. 15. September. Die Hausaufgaben machen mich fertig. Die Lehrer verteilen wohl schlechtere Noten, damit man sich besonders fühlt. Aber Victoria und ihr Trupp tun so, als seien sie geehrte Gäste Blackwells. Die Jungs sind nicht besser. Nathan Prescott ist Victorias männlicher Klon. Noch reicher und eingebildeter, wenn das überhaupt geht. Seine Familie ist die älteste in Arcadia Bay und schon als Kind habe ich ihnen Geschichten über ihn gehört. Die Prescotts haben krass viel Geld in Blackwell investiert, also tut Nathan als Gehörig um die Schule. Gestern hat er im Unterricht die Füße auf den Tisch gelegt, getextet und der Lehrer hat nichts gesagt. Ich wäre suspendiert worden, aber er und Victoria gehören zu diesem doofen, elitären Vortex-Club, der tolle Feten schmeißt, also kommen sie damit durch. Lang lebe der König und die Königin. Ich will nicht alle mies machen. Ich mag Kate Marsh. Sie wohnt auch hier und ist in einer meiner Kurse. Sie ist so hübsch und lieb und nett. Das macht sie viel hübscher als Missstücke wie Mysteria. Die glauben, das Gesicht und Outfit sind alles, was zählt. Ihr Drama hat mich bereits angesteckt. Schluss damit. 23. September. Heute konnte ich mich endlich auf den Campus umsehen. Perfekter, klarer Himmel. Ich vergesse immer, wie gut ich mich dabei fühle, nach den Faulenzer-Bildern zu schießen.
Nach dem Fall. Apropos Bilder. Jefferson möchte, dass wir alle an dem nationalen Fotowettbewerb Helden des Alltags teilnehmen. Dem Sieger winkt eine Reise nach San Francisco und viel Aufmerksamkeit. Jeder Schüler soll nur ein Foto einreichen. Genau deswegen bin ich nach Blackwell gekommen. Und natürlich schiebe ich Panik. Wenigstens sind es noch ein paar Wochen bis zum Abgabetermin. Im Oktober. Noch viel Zeit zum Stressen und Aufschieben. Seufz. Ich weiß nicht, ob ich es hier hasse oder liebe. Ich versuche in Naturwissenschaften mitzuhalten, als ob es mich jucken würde oder ich irgendwas wüsste. Zum Glück gibt es Warren, wenn er nur als Klon meinen Platz einnehmen könnte. Miss Grant ist für cooler als die Klasse. Sie erklärt Teilchenphysik so, dass selbst ein Holzkopf wie ich es ein wenig versteht. Ich mag es, wie sie Gesellschaft und Wissenschaft verbindet. Sie geht das Leben engagiert und passioniert an, anders als einige andere hier. Aber ich versuche, mehr teilzunehmen, auch wenn es bedeutet, Fragen zu stellen, statt sich zu verstecken. Ich bin froh, nicht der einzige Sonderling hier zu sein. Welchen Hausaufgaben weiche ich heute aus? Das habe ich schon vorgelesen. Jetzt bin ich aber auch fertig, Jungs. Max, Jefferson, Victoria, Kate. Kate Marsh mögen wir. Die ist ganz cool und sie ist auch wunderschön. Das ist die eingebildete Zicke und Schlampe. Das ist der coole Lehrer. Das sind wir. Wir haben noch keine Fotos gefunden. Ich glaube, es gibt eine bestimmte Schnappschüsse, die man schießen kann. Das ist, glaube ich, ja, das ist doch eins. Das ist doch gerade dasselbe, was wir gemacht haben. Wir sind also in der Klasse. SMS. Papa, dein 18. Geburtstag soll ein besonderer sein. Du bist jetzt erwachsen, aber immer noch unser kleines Mädchen. Wirf einen Blick auf dein Konto. Gib nicht alles auf einmal aus. Liebe gekauft. Kate. Immer alles klar? Möchtest du später Tee trinken? Absolut, ich habe ab 4 Zeit. Bis dann. Mama, herzlichen Glückwunsch, Maxine. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. Warren, sieh dir auf jeden Fall Nekromantik auf meinem Stick an. Mad Max, lass uns Kram in die Luft jagen. Moment, ich muss für einen Physiktest büffeln. Wenn wir was in die Luft jagen, muss ich die Bahngeschwindigkeit messen. Ignoriere diese Nachricht nicht. So, das haben wir uns angeguckt. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Wir schauen uns einmal das Notizbuch hier. Even her school books selbst die Schulbücher sind in Geschenkpapier verpackt. Das gehört also Victoria. What is she, 15 years old? And people laughed. Of course, Victoria has to have the bestest. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Produkt GLT-64S. Genau wie man es von einer neuen Greenlit erwartet, ist die GLT-64S vollgepackt mit neuen Features und sehr handlich. Sie fotografiert, was sie wollen, wo sie es wollen. JPEG-Bilder sind direkt aus der Kamera hochqualitativ, inklusive einem neuen Niveau an Tiefe, Schärfe und Geschmeidigkeit. $5,299. Das ist ja mal ein Schnapper. Schnacken wir kurz mit Marsh. Was geht bei ihr so? Katie. Hi, Kate. Hi, Max. Hi, Max. Ich hoffe, ich habe dich nicht blamiert. Kate, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. Dann gucken wir, was ist denn hier auf dem Computer zu sehen? Porno. Looks like somebody was already working on this. Oh ja. Cool. Jo. Was haben wir hier? Drucker. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. Oh. When I don't suck. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us.
Okay. Wenn er das sagt. Ey, wenn sie das sagt. Damn, they have carbon fiber tripods here. Mit Kugelkopf, mit Schwenksperre. Das immer glatte, ruhige Bilder. Ist okay. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Das hat also unser Lehrer fotografiert, wa? Dunkle Schönheit von Mark Jefferson. Film versus digital. Was gewinnt? Hm, was ist das? Fotoausrüstung. Ja, braucht man sich ansehen. Wir haben bestimmt ganz tolle Kameras. Zur Markierung. Was ist das? Amber Love Forever. Oh, eine Errungenschaft. Haben wir freigeschaltet. Wie, ich weiß ja auch überhaupt nichts mehr von dem Spiel, ne? Krasser Scheiß. Sprechen wir mal mit ihm. Entschuldigen Sie, Mr. Jefferson. Kann ich kurz mit Ihnen reden? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Muss ich? Ich hatte keine Zeit. Wir wollen gar nicht, ne? Muss ich? Do I have to? Das ist doch nicht so wichtig. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you. But life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Was haben wir einen Redenschwinger da? Mann, Mann, Mann. Okay. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. Welcome to the real world. Willkommen, ja, willkommen. Schulcampus Blackwell Academy. Eine dicke kleine farbige Lady, ein cooler Macker. Was ist das denn? Mit Viech. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Square Enix. Und dot don't not entertainment. Präsentieren Life is Strange Episode 1 Chrysalis. Ein Let's Play von O-Zero Zockt. To all of you, American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside. It looks like she's been gone for months. Missing from Acadia Bay. Vermisst seit Montag, dem 22. April 2013. Sonstiges. Alter 19 Jahre. Größe 1,65. Gewicht 50 Kilo. Haare blond. Augen haselnussbraun. Tattoos eines Drachen auf der Wade und eines Sterns auf der Innenseite des linken Handgelenk. Rachel Amber, 19 Jahre. Wenden Sie sich mit Informationen bitte an Sheriff von Acadia Bay, 555-388-6020. Wenn ich etwas sehe, werde ich mich sofort melden. Das sieht wirklich beeindruckend besser aus auf dem PC. Die Spiegelung am Boden. Das schockt. So, wir gehen erstmal uns erfrischen. Es ist auch einfach nicht unser Tag. Empty, good. Nobody can see my meltdown, except for me. Erstmal durchatmen.
feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Ist das ein Foto wert? Ja, ein Foto. Wieso kann ich davon kein Foto machen? Das wäre doch was. So. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Das hat gesagt. Wir sind besondere Fotografen. Was hast du getan? Oh. When a door closes, a window opens. Or something like that. Wer weiß. Okay, girl. You don't get a photo op like this every day. Wir schleichen uns langsam ran. Psst, seid leise. Okay. Wir machen schnell ein Foto. Psst. Sehr gut. Sehr, das war doch ein schönes Foto. Da kann man stolz drauf sein. Ja. Psst, hey, was ist da los? Ist das? Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Ja, hier ist Spacko. Jason Prescott. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So ein Idiot redet mit sich selbst. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, was wird das? I've got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Ever! Was? I'm so sick. Nein, of people was passiert trying denn to control hier? Me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk was ass, would they? Get that gun Nathan. Away from me, psycho! No! Oha. To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world.